Hallöchen, Freunde, und recht herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von Unravel. Ja, sehr schön, ich konnte jetzt hier einfach wieder reinstarten. Ich hoffe, wo bin ich? ja, erstmal wieder reinkommen. Okay. Ach so, ja, genau, da kam ich ja wieder nach oben. Dann hätte ich ja gar nicht von der anderen Seite hingekonnt, wie ich letztes Mal behauptet habe, weil da doch diese Klappe war, die mir letztes Mal irgendwie gar nicht aufgefallen ist. Aber gut. Ich merke, aber ich bin nicht eigentlich da, wo ich letztes Mal aufgehört habe, oder? Der nächste Checkpoint war doch eigentlich der, wo ich aufgehört hatte. Genau, da nämlich. Naja, egal, jetzt sind wir ja hier. Okay, dann schauen wir mal. Also, ich hatte ja schon letztes Mal so weit mich vorgearbeitet, dass ich da eigentlich rankam. Genau. Ich muss auch die richtige Taste drücken vielleicht. Okay, da ist ein Collectible. Das habe ich letztes Mal verkackt, deswegen verkacke ich es jetzt auch. Beziehungsweise, ich lasse es mal Collectible sein. Aber die Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Daumen rauf. Nee, irgendwie nicht, ne? Kann natürlich noch länger mich machen. Ah doch, okay. Da klippt das Band doch einfach durch den Boden, gar kein Problem. Flup. Flup. Boing. Schön, das habe ich verstanden. Okay, weiter geht's. Hi, Mr. Krabbe. Kann ich hier hochklettern oder so? Ah ja, tatsächlich. Hi. Vor dem Kopf gefallen. Raus hier, oh Gott. Ach so. Ich verstehe. Es hat nicht so sauber funktioniert, wie ich es eigentlich vorhatte, aber egal. Es hat ja funktioniert. Das ist die Hauptsache. Lalilalila. So. Hallo, Mr. Krabberich. Du wirst mir wahrscheinlich ein bisschen auf die Nerven gehen. Okay. Und jetzt? Ich finde es interessant, dass auch die Checkpoints manchmal irgendwie scheinbar mit Rätseln verbunden sind, so. Komm nur mal raus aus deinem Scheißladen da. Vielleicht vergesse ich auch wieder irgendeine Funktion, die existiert. Ich gehe aber mal weiter erstmal. Ja, okay. Ach so. Ah, jetzt kann ich wahrscheinlich. Ach so. Moment, flupp. Das da wieder rüberschieben, ne? Ist ja durchaus eine Sache. Irgendwie. Jetzt willst du die lecker Muschel fressen. Habe ich recht, mein Freund? Ja. Du lässt dich so leicht verarschen. Autsch. Okay, jetzt ist die Krabbe halt weg. Gut, reicht ja, ne? Hui! Da. Da kommen wieder komische Erinnerungen. Die mich verwirren. Ich erkenne nicht mal, was das ist. Ne, auch wenn ich es versuche. Schön, dass jetzt auch wieder.
Schön, dass es auch wieder ein Checkpoint ist, wollte ich gerade eigentlich gesagt haben. Das heißt, der andere war da irgendwie voll unnötig. Naja gut, vielleicht brauche ich den, ne? Um weiterzukommen. Schnell! Ja, okay, ich bin tot. Schnell! Okay, wie komme ich da oben ran? Ach so, natürlich. Mach trotzdem einmal so, dann warte ich nochmal die Welle ab. Ah, ja, okay. Genau, mach mal ruhig fest hier, dann habe ich es ein bisschen entspannter. Jetzt geht's mir auch so, ne? Okay. Ich glaube, ich habe verstanden. Kann ja ruhig schon mal raufgehen, ist ja kein Problem hier. Flup. So. Oh nein, warte mal, das ist schlecht. Das ist doch nicht schlecht. Oh Gott, ich bin verwirrt von allem gerade. Ich will das schon hier durchschieben, oder? Schon so. Eieieiei, okay. Okay. Ich glaube, ich brauche dich nicht mehr. Wobei? Vielleicht doch. Na, das war dumm, merke ich gerade. Das war jetzt richtig dumm. Scheiße. Ja, ich bin tot. Das habe ich verdient. Das war dämlich von mir. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, was ich tun muss. Oder zumindest bin ich mir relativ sicher. So, flump, 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 flump. Das im Grunde nur genauso machen wie eben. War eigentlich ganz lustig. Ne. Einmal surfen bitte. Hier kacke ich mir immer, ich kacke mir wieder so halb in die Hose. Weil ich mir denke, ich sterbe jetzt. Entschuldigung. Tue ich aber zum Glück gar nicht. So, warte mal. Wir müssen nämlich. Oh. Oh Mann, ey! Kann wohl nicht angehen. Dämlicher Wellengang. Mann, ich muss halt da hoch. Oh. Danke. So, hier zuerst setzen. Weil dann kann ich das Band mit nach oben nehmen, wisst ihr? Ich weiß aber gar nicht. Ja doch, ne, genau, jetzt kommt das Ding wieder nach oben einmal hier. Flupp, oder auch nicht. Cool. Danke. Ich weiß halt gar nicht, ob ich es halt brauche, ne? Aber ich denke mir halt so, warum nicht? Wenn ich es mitnehmen kann. Naja, ich hätte die auch gerade ohne runter. Ja, es ist dämlich. Jetzt gar nicht machen müssen. Jetzt komme ich eh nicht mehr dahin. Ich würde sagen, weil wenn ich jetzt hier runtergesprungen wäre, wäre ich eh wieder nie nach oben gekommen. Oh Gott. Aber hier ist auch wieder. Nee. Scheiße. Ich brauch's doch, oder? Oh Mann! Und nochmal alles. Oh Gott, das ist ja richtig nervig.
nicht vorhandene Checkpoints so. Oder halt sehr weit auseinanderliegende Checkpoints. Nervt mich schon ein bisschen, muss ich sagen. Gott, nein, boah. Alter, das ist so eine friemelige Steuerung, ne? Beziehungsweise, was heißt Steuerung, aber... So Physik. Oh, das war dumm. Oh Gott, zum Glück lebe ich noch. Das war eben schon richtig, was ich gemacht habe. Ich hätte einfach nur von der anderen Seite schieben müssen. Toll. Ja, genau. Schlag mich. Hoppa, hopp. Schade. Das ist nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht euer fucking Ernst. Was? Wieso bin ich denn da jetzt durchgefallen? Bitte? Ich finde das Spiel gerade echt ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Weil es einfach so sehr Trial and Error ist. Also, es gibt wirklich so Passagen, so, ja, du fällst da jetzt runter. So, du hast nicht richtig gedacht. Ja, GG. Pech. Du musst jetzt leider sterben. Du hättest das Item halt mitnehmen müssen. So. Das finde ich halt ein bisschen dämlich. Ich würde irgendwie die Möglichkeit wieder geben sollen, dass ich halt wieder nach oben komme und mir das wiederholen kann. Statt mich umzubringen. So. Kann mich auch da langhangeln, ne? So. So, lande bitte jetzt da drauf. Dankeschön. Das war unnötig nervig. Da kann ich leider auch nur so ein bisschen, also, da muss ich schon ein bisschen das Game Design kritisieren. Alter, wäre ich jetzt verreckt, ne? Ich schwör bei Gott. Das ist doch schon wieder todesdämlich hier. Diese Physik ist halt auch so scheiße. Ach, da kann man sich ranhängen. Okay, jetzt hatte ich nicht gesehen. So! Meine Güte, hat das gedauert, ey. Hallo, Krabberich. Dich fange ich jetzt. Ah, okay. Na so. Ich kann es nicht mehr zurückziehen. Das ist ja funny. Muss da oben irgendwas machen. Ja. Okay. Ich verstehe. Klug. Tja, die Krabbe muss jetzt leider sterben da drin. Aber ist nicht mein Problem. Ah! Nimm mich mit! Woo! Oh, spiele mit Leuchtturm. Sympathisch. Wellengang ist weg. Sehr angenehm. Oh, ich glaube, hier gibt es kein Zurück mehr. Toll.
Yippie! Jawohl. So will ich das sehen. Mehr Hummer fallen. Was sagen Sie doch eigentlich so? Fallen für Hummer, oder nicht? Oh, das war, glaube ich, ein Fehler. Okay. Gewalt. Oh, okay. Das war geplant. Mir scheint es tatsächlich so, dass ich einfach da jetzt mal so lang schwingen soll. Okay. Ich glaube, ich soll da schnell lang schwingen. Ja. Nicht so spiel. Nein. Du verstehst? Dieses Spiel macht manchmal Dinge, die ich überhaupt nicht will. Boah, geh mir noch nicht auf die Nerven. Ja. Halt dich doch, da fällst du, kleiner Spacken. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, gut, wenn ich schon direkt keinen Schwung habe, ist auch Käse, ne? Boah! Okay, keine Ahnung. Ja. Dann soll ich doch irgendwas anderes machen. Warte mal. Muss ich doch nochmal genauer angucken, vielleicht. Ich kann hier nichts machen, so. Warte mal. Ich komme wieder nicht zurück jetzt, ne? Weil, genau deswegen, weil das Spiel ein bisschen dämlich ist. So, kletter mal nach oben bitte. Ich kann ja beim Hängen hier so, genau, Fäden machen. Ja, natürlich scheiße, der nicht vorhandene Schwung. Ja, danke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, es ist... Ja, okay. Es geht so nicht, scheinbar. Oh, ist das bedauerlich? Ja, okay, ich renne einfach mal weg, ne? Okay, keine Ahnung, wie ich das jetzt... Warum da jetzt Dinge passiert sind. So, Levelende? Sieht ein bisschen so aus. Mist. Ja. Hippete, hippete, hä? Ha, Steuerung macht Spaß. Kommt Freude auf, okay. Nein! Mein Gott. Kann sich noch im Schlimmsten handeln. Hui! Da wollte ich mal rauf und. Cool, jetzt habe ich einen Looping gemacht. Herrlich. Bringt ja irgendwie jetzt gar nichts so, ne? Okay. Was muss ich hier tun? Ja, ich kann nur noch ein paar Umdrehungen da machen. Habe ich mich eigentlich schon mal beschwert darüber, dass ich die Steuerung immer noch nicht gerafft habe, so ganz. Vielleicht kann ich so irgendwas reißen. Ah! Ja, ja, klar, okay. Logik. Ich mag Logik. Leider komme ich viel zu selten drauf. Okay, es ist ganz schön dunkel. das Problem ist auch so ein bisschen, dass ich mein Fenster auf habe.
also mein Rollo oben habe. Ich dann sowieso noch mal weniger sehe. Wieso kam da gerade kurz Licht? Ich weiß es nicht. Nehmen wir uns doch erstmal den hier, würde ich sagen. Ich kann hier einfach Flubbidi-Flub machen. Hat er Flubbidi-Flub gemacht? Ich glaube, er hat nicht Flubbidi-Flub gemacht. Nein, hat er nicht. Flubbidi-Flub bitte, danke. Und nochmal Flubbidi-Flub. Boing. Mehr Gewichte. Okay, reichte. Oh Gott. Ich spring einfach mal ab. Wow, okay. Da geht's weiter. Ja, ich würde nicht so gerne runterfallen. Ha! Okay. Aber gar nicht. Oh, notwendig. Okay. Schön. Motor schon mal an. Auch sehr praktisch, dass es beim ersten Mal funktioniert hat. Oh! Okay. Wow! Das ist cool, das gefällt mir. Da klatscht er auch. Ja! Hast du gut gemacht, kleiner roter Fellknäuel. Ohne Fell. Okay, Leute. Das ist auch hier. Oh. Ich wollte gerade sagen, guter Punkt, um die Folge zu beenden. Noch ein besserer Punkt, um die Folge zu beenden. Okay, Leute, damit haben wir auch das zweite Level geschafft. Könnt ihr mal ein paar hübsche Bilder angucken, aber das mache ich einfach beim nächsten Mal. Wenn überhaupt. Und ja, ne? Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao!